Damen und Herren. Hallo und herzlich willkommen zu meiner Sendung Wissen macht schlau. Mein Name ist Didi Goldständer und ich begrüße herzlichst meinen Gast, Georg Büchner. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend, Georg. Guten Abend, Didi. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Setzen uns ein. Ich würde heute gerne mit Ihnen über die Dinge reden, die Sie in Ihrem bzw. zu Ihren Werken bewegt haben. Was hat es zum Beispiel mit dem hessischen Landesboten auf sich, den Sie veröffentlicht haben? Naja, also ich möchte zunächst beginnen mit einem Schwankerl aus meinem Leben. Ja, zu jener Zeit war ich ein wenig depressiv und ich hatte wenig Kraft. Und dennoch, mein Freund, brachte ich genügend Kraft auf, um ein politisches Vermächtnis zu hinterlassen. Ja, was meinen Sie damit im Einzelnen? Eine umfassende Erklärung würde den Rahmen dieser Sendung sprengen, deshalb beginne ich auf Kürze bedacht. Tja, in der Kürze liegt die Würze. ganz recht. Der hessische Landesbote war politisch hochbrisant. Er war revolutionär, informativ, dennoch gefährlich für die Staatsmacht. Ich musste sogar fliehen. Aha, oho. Gestatten Sie mir doch bitte die Frage, warum? Naja, die Antwort ist leicht. Meine Männer und ich verbreiteten kommunistisches Gedankengut. Das war staatsfeindlich, revolutionär. Und Sie gingen also nach Straßburg? Korrekt. Von nun an war ich Jacques Lucius und widmete mich ausschließlich dem Schreiben. Ja, was schrieben Sie denn? Ich übersetzte Lucrezia Borgia, Italiano und Marie Tudor. Ich schrieb Dantons Tod und verabscheute die Dichter der Klassik. Ich verfasste die Novelle Lenz und ich war ein qualitativ hochwertiger Geschichtsschreiber. Ah, erläutern Sie das doch bitte nochmal etwas genauer. Naja, es kommt darauf an, wie die Wahrheit der Geschichte vermittelt wird. Sehen Sie, ich sehe mich als Vorreiter dieser Aufgabe, die Geschichte zu etwas Lebendigem, etwas Wahrhaftigem zu machen. Ja, kommen wir nun zum Privaten. Stimmt es, dass Sie Ihre Frau Minna nur heiraten durften, nachdem Sie versprachen, Ihr Medizinstudium erfolgreich zu beenden? Gut recherchiert, in der Tat, gut recherchiert. Ich versprach es und tat es. Für die Liebe. Mein Vater war nicht begeistert, dennoch akzeptierte er es. Ja. Was bedeutet Ihnen der Doktortitel an der Universität Zürich denn genau? Ach, der Doktortitel. Er bedeutet mir viel. In der Tat, er ist die Bestätigung meines Lebenswerkes. Ah. Ja, vielen Dank, Georg, für diesen Einblick in Ihr Leben. Ich bedanke mich auch, dass Sie hier waren. Selbstverständlich, Didi. Ich war begeistert, ich war gerne hier. Ja, das war Wissen macht schlau. Und jetzt geht es weiter mit dem großen Robbenklopfen auf ProSieben. Schalten Sie einfach mal ein und gute Nacht.